Na gut, dann lasse ich den Leunen mal in Ruhe. Weil sonst müsste ich jetzt das Masterschwert verwenden und dann habe ich leichte elektrische Problemchen dadurch. Das würde ich gerne vermeiden, wenn es geht. Am nächsten Drache. Ich sehe nur nicht, wo ist der Drache? Die Musik kommt eigentlich immer, wenn ein Drache in der Nähe ist. Aber ich sehe ihn nicht. Ach, nervt mich nicht. Bist du tot? Antike Schraube. Antike Schraube. Ich hätte keine antike Zahnräder. Das wäre mir viel wichtiger. Aber gut. Wo auch immer gerade der Drache war. Sehr spannend. Irgendeiner von denen wird bestimmt zum Leben erwecken. Antike Schraube. Oder auch nicht. Was ist hier? Der Totenschädelsee, oder? Ja, das ist der Totenkopfteich. Ich gehe mal zum Ackerl-Institut. Zum Totenkopfteich müssen wir tatsächlich noch. Weil ich habe mir mal die letzte Aufnahme angeguckt, wo ich die eine Sternschnuppe gefunden habe. Und da war das Dingens, dass es kurz vor Mitternacht irgendwie war. Ich bin mir nicht sicher, ob die Uhrzeit damit eine Rolle spielt, aber es könnte vielleicht hilfreich sein. Die Fackel da unten eigentlich. Holy crap. Ach ja, stimmt, der lebt ja wieder. Genau. Mal gucken, wie schnell braucht der Blitz, bis der mich. Okay. Die Frage stelle ich gar nicht. Die Antwort ist nämlich nahezu instant. Okay. Gut zu wissen. Ha. Wenn es so eine Möglichkeit gäbe, diese antiken Schrauben und sowas schneller zu finden. Oder antike Zahnräder, besser gesagt. Schrauben habe ich auch genug. Ich dachte mir gerade, hä, was war das? Das war die Musik vom Hateno-Institut. Kann ich das aufspringen hier? Nee, ne? Nee, ich hätte mich gewundert. Aber ich dachte, ich probiere es mal. Sicher ist sicher. So. Ich würde sagen, ich gehe mit der Fackel, gehe ich da runter zu dem Dingens, zünde da unten das Teil an. Dann mache ich den Wächterplatt und dann laufe ich zurück in das Camp, damit die andere ihre blaue Fackel wieder kriegt oder ihr blaues Licht. Dann sollte das kein Problem sein. Ansonsten glaube ich, habe ich alle Fackeln sonst angezündet, die ich gefunden habe. Müssen wir bloß mal gucken, ob es dann noch mehr gibt, jetzt auf dem Weg nach unten. Da kann ich hier vielleicht mal gucken. Wow. Ruckel die Ruckel im Übrigen. Das ruckelt die unglaublich stark. Das ist eine Eichel. Die sammle ich doch gerne ein. So, das schaut eigentlich echt angenehm aus hier.
Weg mit dir. Blödes Mistding. Antikes Zahnrad. Okay, gut. Wenn ich die platt mache, kriege ich antike Zahnräder. Zumindest bei ihm hier. Das heißt, ich muss den noch 9-mal platt machen. Wobei, ich könnte theoretisch auch mal in das Anfangsgebiet gehen, weil da waren ja auch ein Haufen Wächter. Vielleicht kriege ich da auch die Zahnräder. Also, dann habe ich zumindest die Zahnräder zusammen. Das Geld fehlt zwar noch für die Ausrüstung. Aber wir haben zumindest die Materialien schon mal. Und dann ist natürlich die spannende Frage, was die Upgrades kosten, weil die werden auch asozial teuer sein, vermute ich mal. Also da wirst du auch dann antike Zahnräder und alles Mögliche brauchen und antike Kerne und sonst was. Und das wird, glaube ich, echt ätzend werden. Was halt aber den Vorteil ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade ein Kampf gegen die Wächter und so, das echt hilfreich ist, wenn man antike Abwehr hat. Ist nur die Frage, ob Ganon dann auch dagegen, es auch gegen ihn eine Resistenz dann gibt, gegen seine Angriffe dann, oder ob ihr was ganz was anderes macht. Aber das sehen wir dann. So, ich lure meine Gegner ins Dorf. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ich bin bestimmt mega smart. Sehr schön. Ach, die blaue Flamme. Sie hat sowas Beruhigendes. Bitte, mach sie nicht aus. Okay, haben wir das. Das ist dieser komische Bereich da unten. Okay. Okay, Rotlaubsee, Küste von Nordakala. Das sieht mir auch verdächtig aus, die kleine Insel. Quelle der Kraft. Da waren wir schon. Im Oktowald waren wir noch nicht. Also wir sind, glaube ich, drüber geflogen über den Oktowald. So, sollen wir gehen jetzt zu dieser kleinen Insel da unten hin. Ich will wissen, was das ist. Schauen wir, was das wird.
Also Fackeln habe ich alle angezündet, die ich gefunden habe, es ist wieder nichts passiert. Also ich weiß nicht so ganz, was der Sinn oder der Witz dahinter sein soll, wenn ich ehrlich bin. I don't know. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. So, wo ist jetzt diese Insel? Die müsste da hinten sein. Naja, ich würde sagen, Insel ist ein bisschen übertrieben. Doof. Da hinten ist der. Oh. Ha! Erwischt. Muss ich doch. Ui, du hast mich entdeckt. Krogsamen. Eine antike Schraube. Die Dinger kann man leider nicht kaputt machen. Was sehr schade ist. Das sind Leuchtsteine hier. Okay. Was auch kein Problem ist, weil Leuchtsteine kann man auch gut verkaufen. Ach ja, ich wollte im Übrigen mal nachgucken, was ein Diamant wert ist, was ein Leuchtstein wert ist. Weil theoretisch könnte ich die. Also man kann ja die Leuchtsteine umtauschen zu Diamanten. Aber gegebenenfalls braucht man das gar nicht. Was ist das denn für Pflanzen hier? Und tschüss. Ich habe nur einen Pfeil versammelt. Was mir jetzt doof war. Oh mein Gott. Das gab hier einen ganzen Haufen antiker Zahnräder und generell antiker Materialien. Also die Gegner, die laufen, sind offenbar. Oh, da sind noch mehr geflogen.
Also die Gegner, die noch funktionieren, sind auf jeden Fall die, wo am meisten Materialien droppen. Weil ich glaube, auch wenn du die Beine kaputt machst, kriegst du noch Drops von denen. Was ganz geil ist. Das freut mich tatsächlich ein wenig. Was jetzt aber auch heißt. Ich könnte damit eigentlich genügend. Kann ich das irgendwie. Das sieht eigentlich aus wie Pflanzen, als könnte man die rausgraben, aber damit kann man nichts machen. Sehr gut. Antike Schraube. Also ich müsste jetzt echt eigentlich nur noch Geld einsammeln. Sehr schön. Ach, schau an, da läuft ja noch ein Wächter rum. Dann kralle ich mir doch den auch gleich. Ich könnte das Stasis-Modul bei dem einsetzen. Das ist ein bisschen einfacher. Muss ich doch. Wenn du die Beine kaputt machst, kriegst du auch noch Materialien. Das war knapp. Also ja, ich hatte noch Mifas Gebet, aber gut. Ups. Ah, Mann. Da muss es ja nicht mehr komplett übertreiben. Oh wow, es gab sogar einen antiken Kern. Okay, also hier kann man echt ganz gut dann antike Materialien farmen. Man muss praktisch, aber das Einzige, was man tun muss, ist nur dann natürlich warten, bis die wieder respawnen. Aber hier kriegt man echt einen ganzen Haufen antike Materialien zusammen. Zumindest mit diesen beiden Walkern, die da sind. Da hinten sehe ich einen Krogsamen. Die Frage ist nur, wo ist das Gegenstück? Wo ist das Gegenstück dazu? Frage ist, ob das hier ist. Aha. Also irgendwo muss das passende Gegenstück hier sein.
Ich weiß noch nicht wo. Aber ist egal, wir haben es gelöst. Mit einfach 80 Trilliarden Sachen ausprobieren, was auch kein Problem ist. Ups. Bernstein, 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 okay. Einmal kurz speichern. Das ist nicht so verkehrt. Dann vielleicht zumindest kein Fortschritt. So, die Frage ist... So, jetzt... Wir können das Labyrinth da hinten machen. Wir könnten mal das Labyrinth da hinten versuchen. Ich glaube, wir müssten hier vom Ackerl-Institut da relativ easy reinfliegen können. Ich werde es nur ein bisschen einfacher gestalten. Und werde hier hochklettern. So, warte mal, wo ist das Labyrinth? Das Labyrinth ist da. So, von der Höhe sollte das eh reichen. Aber dann können wir dann ins Labyrinth rein und können das machen. Ah, okay. Das ist ja nervig. Das sind Drohnen. Und wenn ich das so richtig sehe, kommen wir auf jeden Fall nicht oben drauf. Das heißt, wir können die nicht einfach platt machen. So, wir müssen da echt durchlaufen durch das Labyrinth. Na gut. Irland. Okay, da waren eh Gitterstäbe davor, das habe ich mir fast gedacht. So. Weil ich immer keinen Bock habe, diesen Weg nochmal zu machen. War es mal eben so hier. Wer auf diese Insel wollt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Okay. Prüfung auf der einsamen Insel. Bestimmt auch wieder ganze Haufen Schätze und alles auch. Wir haben diesmal auch, glaube ich, anders als auf der anderen Karte auch tatsächlich die Minimap aktiv. Metallteil. Brauche ich das für irgendwas? Aha.
Ein antiker Riesenkern. Okay. Den nehme ich gerne. Warte mal, bin ich schon da? Habe ich es geschafft? Okay, das sind Dornen. Ich habe nur auf die Map unten geguckt. Ich habe den erstbesten Weg genommen. Also wenn das gleich der richtige Weg war, dann ist das Labyrinth hier deutlich einfacher als die anderen bisher. Tatsache, ich bin da. Krass, das war das einfachste Labyrinth von allen bisher. Prüfung auf einsamer Insel. Geschafft. Ha. Das war einfacher, als ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das ist schwieriger. Also nicht, dass ich mich jetzt beschweren würde oder so, aber das andere Labyrinth habe ich deutlich länger gebraucht für. Barbarenmaske. Traditioneller Kopfschmuck eines Kriegerstammes, der einmal in Firon gelebt haben soll. Die eingeritzten Symbole steigern den Mut und die Angriffskraft des Trägers. Oh cool, das heißt, wir haben jetzt, warte mal, wir haben die... Hier, die Barbarenkleider haben wir und den die Barbarenmaske haben wir. Heißt, es fehlt eigentlich nur noch... die Barbarenhose. Finde ich gut. So. Mal kurz was zu trinken einschenken. Sonst verdurste ich hier jetzt gleich noch. Und das wollen wir natürlich nicht. Durch das ganze Lesen vorne. Ich habe einen mega kratzigen Hals. Und diese Cutscene ist super dafür, weil ihr seht die Cutscene. Habt gefühlt was von diesem Spiel, während ich mir nebenbei was zu trinken einschenke und was trinke. Sehr schön. Ach ja, so. Ein Fest. Haben wir das auch. Sehr schön. So, ich frag mich. Wait, what? Was ist das hier? Okay. What? Wieso sind hier so viele antike Wächter? Das ist ja interessant. Also ich beschwere mich nicht, wir werden die alle einsammeln. Ich habe das Gefühl, hier gibt es noch ein Rätsel irgendwie hier unten. Weil zum Spaß ist das ja nicht hier. Wir sind überhaupt nicht davon aus, der da hinten dürfte noch leben, der da. Also ich wette, der da lebt noch. Und der vermute ich auch. Die sehen nämlich irgendwie anders aus als die anderen, die hier drin sind. Ah, vielleicht tausche ich mich auch. Keine Ahnung.
Oder?